Sind Sie schon gespannt auf die neue Folge? Wir auch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wenn's dann selber auf die Jagd geht, sind Sie bei uns mit einer Jagdhaftpflicht gut abgesichert. Fair versichert. VGH. Teppe und Schweden ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Weidmannsheil, Christian. Weidmannsheil, Bene. Wir haben heute ein hochspannendes Thema, was aktuell in die Lage, in die Jahreszeit ganz hervorragend passt. Und zwar geht es um die Pachtverträge. Was gibt es da zu beachten und worauf müssen wir uns einstellen, was die Zukunft betrifft? Ich würde erstmal vorschlagen, wir fangen an mit dem Thema, worauf zu achten ist. Und gerade du bist ja, was das Jagdrecht und das Agrarrecht betrifft, eine Institution, ja, du hast durch deinen Beruf, durch deine Arbeit eine enorme Schnittmenge, kommst mit enorm vielen Jagdgenossen, Landwirten und Jägern zusammen und deswegen weißt du ganz genau, worauf es da ankommt. Ja, vielen Dank für so viel Vorschusslorbeeren. Ich darf das gleich mal zurückgeben, denn ich empfehle dringend die Verwendung des Musterpachtvertrages des Niedersächsischen Jägers und anderer Jagdzeitungen der DLV Jagdmedien. Und der ist sehr pächterfreundlich, also sehr jägerfreundlich. Dann gibt es natürlich andere Pachtverträge. Wenn dann also die Jagdgenossenschaften die Pachtverträge stellen und sie beispielsweise von ihren Verbänden der Eigenjachten und genossenschaftlichen Jagden dann von den dortigen Juristen überarbeitet sind, dann sind diese Jagdpachtverträge doch sehr verpächterfreundlich. Also da kann man so die erste Weiche stellen, in welche Richtung das Ganze geht. Ich werde nachher nochmal darauf eingehen, in welchem Zusammenhang das ist, also insbesondere bei Kündigungen, bei Herauslösen des einen oder des anderen, je nachdem, da gibt es schon gravierende Unterschiede, je nachdem, welcher Jagdpacht verwendet wird. Und bei einem Jagdpachtvertrag ist es ja eben anders als bei einem anderen Dauerschuldverhältnis, sagt der Jurist, also Miete, Pacht, Arbeitsverhältnis, das sind ja so Dauerschuldverhältnisse oder ein Stromlieferungsvertrag. Diese ganzen Verträge können grundsätzlich ja mündlich abgeschlossen werden. Stromlieferungsvertrag sogar durch faktische Abnahme von Strom, wenn man den Lichtschalter betätigt. Beim Jagdpachtvertrag geht das nicht. Der ist formgebunden, der muss nicht nur schriftlich abgeschlossen werden, sondern er muss eben auch bei der unteren Jagdbehörde vorgelegt werden. Und wenn er dort eben nicht beanstandet wird und wenn man ihn dort als genehmigt zurückbekommt, erst dann ist er vollumfassend wirksam. Und die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit herausgearbeitet, und das ist immer so der allererste Punkt, wo die Juristen gucken, ah, kann ich den irgendwie anfechten, ob dem Bestimmtheitsgebot gerecht geworden ist. Und das ist gleich so die erste Hürde, die so ein Jagdpachtvertrag nehmen muss, dass nämlich der Pachtgegenstand richtig bezeichnet wird. Also was ist eigentlich verpachtet? Und dann guckt man sich das an, was ist der Jagdpachtvertrag? Und dann muss da in der Regel die Karte hinterlegt sein des Jagdbezirkes, damit man weiß, worum es hier geht. Und damit man eben auch ganz genau weiß, welche Flächen gehören zu der Jagd, also Bestimmtheitsgrundsatz. Dann sollte man, wenn man mit mehreren Leuten zusammenpachtet, ist man ja eine Pächtergemeinschaft. Und diese Pächtergemeinschaft sollte sich auch intern verschiedene Regeln, Spielregeln geben, damit man gleich zu Beginn weiß, wie man in den nächsten 9 oder 12 Jahren, also in der Regel werden ja Niederwildjachten, also ohne neben Wildschweinen noch eine zweiten Hochwildart, diese Jachten auf 12 Jahre verpachtet und Niederwildjachten auf 9 Jahre. Das ist eine lange Zeit, viele Ehen halten nicht so lange. Ja, und das ist auch, mein Vater hat immer schon gesagt, wenn du dich mit deinem besten Freund verkrachen willst, verkaufst du dem entweder ein Auto oder du pachtest mit ihm eine Jagd zusammen. Kannst du das unterschreiben? Dein Vater als von mir hochgeschätzter Kollege hat natürlich noch mehr Erfahrung als ich und da hat er völlig recht. Also man kann viel verkehrt machen. Ich habe aber mit 2 Freunden eine Jagd gepachtet,
wo wir uns auch mal unterschiedlicher Meinung sind und dann aber auch dieselbige sagen. Und dann ist es auch wieder in Ordnung, dass es immer nur harmonisch abgeht in so einer Zelle wie mit einer Ehe. Ne? Also kann man auch nicht verlangen, da fehlt ja dann auch so ein bisschen das Salz in der Suppe. Muss spannend bleiben. Muss spannend bleiben, aber wenn man sich die gemeinsamen Regeln setzt, dann kann man damit auch gut zurechtkommen. Und diese gemeinsamen Regeln sind beispielsweise, dass jeder einen festen Bezirk hat, den er bejagen darf, ganz alleine. Oder dass man sich abstimmt über WhatsApp-Gruppen, wer wann wo rausgeht. Wenn man nur eine beschränkte Anzahl, gerade im Hochwildbereich, hat von Hirschen, wie die dann aufgeteilt werden, ob es nach dem Müller-Prinzip geht, also wer zuerst kommt, mal zuerst, oder ob das verteilt wird, dass jeder mal dran ist. Wenn man das nicht vorher regelt, hat jeder eine andere Empfindung von Gerechtigkeit und Recht. Ja. Und dann wird das alles mit dem erlegten Wildverfahren werden soll, ist ja auch oft. Genau, da gibt es also ein Modell mit Wildkassen, da gibt es aber auch Modelle, wo jeder das verkaufen kann, wie er möchte. Und dann gibt es am Jahresende dann aber Ärger, weil einer eben 30 Stück geschossen hat und ein anderer vielleicht nur 3. Und dann sagt er, ja, warum soll ich denn genauso viel Jagdpacht bezahlen, wenn du 30 Stück Wild erlegt hast und ich nur 3? Das sollte man alles regeln. Und auch am besten, die wenigsten machen das natürlich, aber am besten, man regelt so etwas vor Abschluss des Jagdpachtvertrages, womit man dann gemeinsam nach draußen zu der Jagdgenossenschaft geht und mit denen dann den Jagdpachtvertrag abschließt. Wenn man also sich mal so den Jagdpachtvertrag der DLV Jagdmedien ansieht, also vom Niedersächsischen Jäger, der Pirsch und der Zeitschrift Unsere Jagd, dann sieht man eben, wie die Flächen bezeichnet sind in Paragraph 1, dann in Paragraph 2 nochmal die Spezifikation, wie viel Hektar Wald, wie viel Hektar Feld, Wiesen und Brachflächen sind dabei, wie groß ist die Gewässerfläche, welche Beschränkungen sind da unterworfen. Beispielsweise gibt es in Naturschutzgebietsverordnungen die Möglichkeit, dass man die Jagd nicht oder nicht vollumfänglich ausüben darf, dass es Einschränkungen der Jagdzeiten geben kann, dass es sogar Gebiete geben kann, wo die Jagd ruht, wo die Jagd vielleicht auch nur zu gewissen Zeiten ruht. Beispielsweise in verschiedenen Naturschutzgebieten oder Naturparken, wo dann besonders auf den Vogelschutz Wert gelegt wird. Darauf muss man achten. Möglicherweise auch Gebiete ausklammern, die eben durch entsprechende Erklärungen der Jagdgenossen nicht bejagt werden dürfen, also wo die eben einen Antrag gestellt haben, dass aus ethischen Gründen dort die Jagd ruht. Auch diese Gebiete werden ja immer mehr, oder wo Naturschutzverbände sagen, wir wollen nicht, dass bei uns gejagt wird auf Eigentumsflächen. Auch das sollte man möglichst in den Jagdpachtvertrag hineinschreiben, damit es nicht hinterher Ärger gibt und man sagt, ja, wenn ihr mir als Jagdgenossenschaft vorher erzählt hättet, dass ich da nicht jagen oder nicht zu allen Zeiten jagen darf, dann hätte ich nicht gepachtet oder hätte weniger bezahlt. Es gibt ja ganz viele Ausreden. Hinterher ist man immer schlauer und was man alles so im Konjunktiv 2 dann also so ausdrückt, da gibt es eigentlich kaum Grenzen. Und insofern, je mehr man in den Jagdpachtvertrag hineinschreibt, desto weniger Möglichkeiten gibt es hinterher der Interpretation und des Streits einfach darüber. Darf ich bezüglich der bejagbaren Fläche schon mal eine ganz konkrete, beispielhafte Frage stellen? Und zwar wurde ich neulich gefragt, dass in einem Revier, das ganz normal verpachtet wurde, ich glaube, es war im 4. oder 5. Jahr, wurde dort eine Großwindkraftanlage aufgebaut. In diesem Revier wurden tatsächlich 4 Windkraftanlagen gebaut. Dieser Bau hat schon eine sehr lange Zeit gedauert und da war quasi ein Drittel von dem Revier nicht bejagbar. Da wurde ich eben gefragt, ist das Revier dann tatsächlich noch so groß wie zu dem Zeitpunkt, als ich es gepachtet habe? Oder kann ich das anfechten oder muss ich das einfach hinnehmen als Jagdpächter? Keines dieser 3 Alternativen. Also das Jagdpachtverhältnis läuft fort. Es sei denn, die Jagd wäre gar nicht mehr möglich. Dann könnte man auch über Sonderkündigungsmöglichkeiten nachdenken. Aber was hier in Betracht kommt, in so einem Windpark, der ja grundsätzlich zum Jagdgebiet gehört und zur jagdlichen Nutzfläche gehört, man darf dort also die Jagd ausüben und nicht nur die toten Vögel unten aufsammeln, dass man aber, wenn eben die
Gebrauchswertigkeit, das gilt wie beim Mietrecht auch oder wie beim Pachtrecht auch im Allgemeinen, wenn du also nicht mehr das Ganze so gebrauchen kannst durch eine Einschränkung, die hier auch noch verpächterseits erfolgt ist, nämlich durch die Errichtung dieser Windkraftanlagen, dann muss man schon sehr darüber nachdenken über eine Minderung des Pachtpreises. Und die Minderung des Pachtpreises ist immer eher das Mittel der Wahl, als dann im zweiten Schritt eine Kündigung auszusprechen. Also man versucht erstmal, sich zu einigen in der Weise, dass man eben auch eine Anpassung der vertraglichen Verhältnisse an die tatsächlichen Verhältnisse vornimmt. Und erst als letztes Mittel kann man dann auch zu einer Kündigung greifen. Aber das dauert, bis man dahin kommt. Okay, also erstmal miteinander reden und gucken, dass man sich da so einig wird. Genau. Zur Not kann man ja auch eine Mediation machen, eine Gütestelle anrufen. Häufig sind auch die Hegering. Ich kenne einen guten Mediator. Danke. Häufig sind ja auch die Hegeringleiter oder die Kreisjägermeister in solchen Konflikten berufene Schlichter, um da eine Lösung zu finden. Also gleich an die Kündigung zu denken und gleich in den Prozess zu denken, das sollte wirklich Ultima Ratio sein, das letzte Mittel. Wir ziehen an einem Strang. Die Jäger und die Grundeigentümer sollten sich bewusst sein, dass wir gemeinsame Interessen haben und uns nicht streiten müssen, sondern eine gemeinsame Lösung finden. Das ist viel, viel wichtiger. Ja, wir haben dann den Paragraphen 3, da geht es also um die Pachtzeit. Das Jagdjahr, kennen wir alle, fängt immer am 1.4. an und endet am 31. März. Wenn es zum Beispiel einen Pächterwechsel gegeben hat, also ein Pächter verstorben ist, dann kann man auch während eines laufenden Pachtjahres so einen Pachtvertrag beginnen lassen. Und wenn man dann beispielsweise am 1.8., 1.9. oder so etwas die Jagd erst beginnen lässt, dann zieht man eben die Monate ab, also jeweils so viel Zwölftel, wie dann schon an jagdlichen Monaten seit 1. April vergangen ist, und macht dann das erste Jagdjahr so als Rumpfjagdjahr mit einem geringeren Pachtzins. Und den Pachtzins muss man natürlich auch nochmal genau darlegen, für welche Fläche wie viel bezahlt wird und wie hoch insgesamt der Pachtpreis ist. Es gibt ja in vielen Kreisen, Bundesländern auch noch Jagdsteuer. Das muss man immer noch oben drauf rechnen. Also für diejenigen, die sich sagen, ich pachte mir mal eben eine Yacht, so teuer ist das ja nicht. Die 5.000 Euro kriege ich gerade noch zusammen. Da fängt ja häufig der Spaß erst an. Denn wenn dann noch die Jagdsteuer, so wie hier im Nachbarlandkreis Lüchow-Dannenberg, 20% oben drauf kommen, dann sind das bei 5.000 Euro schon mal ein Tausender. Dann kommen noch die Beiträge zur Berufsgenossenschaft dazu. Das ist auch noch mal fast so viel. Und wenn man dann von privater Seite pachtet oder von der Forst, dann kommen auch noch 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Wahnsinn, ja. Das vergessen viele tatsächlich. Ne? Ja, und dann werden eben aus 5.000 Euro schnell schon mal 8.000 Euro. Und wenn man dann noch ein Jagdessen auszurichten hat, das im Übrigen auch noch jagdsteuerpflichtig ist, dann kann sich eben der Pachtzins auch dadurch schon mal verdoppeln. Also man sollte schon genau gucken, ob man sich das alles so leisten kann. Nicht, dass man dann, das habe ich auch schon erlebt, bei Leuten, die dann zu mir kamen und sagen, das erste Jahr konnte ich die Pacht noch bezahlen, kannst du mir mal 6.000 Euro leihen? Ich habe mich doch ein bisschen verhoben. Ja, also ich finde das Thema sowieso schon unheimlich spannend, weil gerade in Niedersachsen, ich habe das heute kurz anrecherchiert, du bekommst in Niedersachsen Yachten von 50 Cent pro Hektar bis teilweise 120 Euro pro Hektar. Das finde ich ja schon wahnsinnig. So, und da sprechen wir natürlich je nach Staffelung, du hast es vorhin schon gesagt, entweder von der Niederwild- oder Hochwildjagd 9 oder 12 Jahre in der Regel. Teilweise ist es ja tatsächlich auch so, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, dass einige Jagdgenossen die Pacht gleich für die gesamte 9 Jahre oder 12 Jahre haben wollen. Gibt es das tatsächlich oder ist das überhaupt rechtens? Man kann natürlich alles vereinbaren. Okay. Man muss natürlich aufpassen, dass das Ganze dann auch noch ein wirksamer Vertrag bleibt. Denn es gibt auch Leute, die sagen, jo, bezahl mir mal 10.000 Euro und in den Pachtvertrag schreiben wir 5.000 Euro. Ach ja, damit er die Yacht bekommt im Bieterverfahren. Oder? Genau. Oder eben die 5.000 Euro dann beim Verpächter nicht zu versteuern sind. Ah ja.
okay. Auch solche Möglichkeiten gibt es. Oder dass Leute sagen, ja, ich verpachte dir meine Eigenjacht für 12 Jahre im Voraus. Du gibst mir pro Jahr 10.000 Euro. Das sind also insgesamt 120.000. Im Koffer bitte vorab bei Unterschrift. Und ich kann mir dann einen neuen Schlepper kaufen. Wahnsinn. Auch das hat es schon gegeben. Mir hat auch schon mal jemand so einen Pachtvertrag angeboten. Den habe ich dann dankend abgelehnt. Verständlicherweise. Also, meine Mutter sagt immer, ist der Faden noch so fein gesponnen, kommt er doch ans Licht der Sonne. Ja. Und solche Dinge sollte man tunlichst meiden. Ja. Also irgendwelche Nebenabreden, irgendwelche Steuerhinterziehungen, irgendwelche Dinge, die nicht sauber sind, die können wir Jägerinnen und Jäger uns nicht leisten und die sollten wir wirklich lassen. Ja, da ist doch auch schon Ärger dann vorprogrammiert, oder? Ja, vielfach hat das aber auch schon gut geklappt. Ja. Aber wenn dann zum Beispiel eben nach ein paar Jahren sich herausstellt, dass so ein Windpark noch errichtet wird oder dass das Wild gar nicht mehr da ist, dass der Wolf so viel Überhand nimmt, dass man also keine Hochwildjacht mehr hat, sondern nur noch hin und wieder mal Sauen als Wechselwild. Und sich dann überlegt, ja, wofür habe ich denn jetzt hier 120.000 auf den Tisch gelegt oder in den Koffer? Mhm. Ja, bitter. Dann kommt der Streit. Ja. Und dann sagt ich, sagte, welche 120.000 denn? Im Pachtvertrag stehen doch nur 2.000 pro Jahr. Darauf zahlen wir ja auch nur die Steuern. Also wir haben dann verschiedene Delikte, die dann auch erfüllt sind. Also Einkommenssteuerverkürzung, Jagdsteuerverkürzung und, und. Also das sollte man wirklich sein lassen. Vertrag kommt von Vertragen und der muss für den Punkt da sein, dass man mal überlegt, sich nicht mehr zu vertragen. Dann muss man den Vertrag rausholen. Und wenn man dann irgendwelche Nebenabreden hat, die auch noch im Widerspruch in der Regel zu dem letzten Punkt stehen, wo dann dargelegt wird, dass eben mündliche Nebenabreden nicht bestehen, dann kann das sehr kriminell werden. Und das sollte man nicht machen. Das gibt nur Streit, böses Blut. Schreibt das auf, was ihr wirklich vereinbaren wollt und versucht nicht, irgendjemanden über den Leisten zu ziehen. Auch nicht den Staat. Das ist also das Thema Pachtzins. Der ist auch in der Regel wie eine Miete, wie eine Pacht im Übrigen zu Beginn des Pachtjahres zu zahlen und nicht erst hinterher. Lasst euch aber nicht darauf ein, für 10 Jahre im Voraus zu zahlen. Die Pachtverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse, aber auch das Wildvorkommen, das kann sich alles wandeln im Laufe der Zeit. Dann hat man das gezahlt, dann gibt es Ärger bei der Rückforderung und besser, man lässt es so, wie es wirklich im Vertrag steht. Und auch keine zusätzlichen Zahlungen geben, also 5.000 reinschreiben, 5.000 Cash nochmal irgendwie oder über Arbeitsverhältnisse. Da gibt es ja die wildesten Konstruktionen, die alle rechtswidrig sind. Ja. Wir in Norddeutschland würden sagen, Lordert Van. Lordert Van. Und andere sagen eben, Lord man spielen Kosten, ne? Und dann haben sie den Salat. Ja. Aber nach außen hin sagen sie natürlich nie, dass es gescheitert ist. Wir kriegen das hier in unserer juristischen Arbeit mit, aber damit brüstet man sich natürlich nicht beim Jägerstammtisch oder Jägerinnenstammtisch, dass sowas mal gescheitert ist. Ja. Ja, dann ist also der nächste Punkt die Pflichten des Pächters. Und da kommen wir jetzt zu den großen Unterschieden zwischen dem Jagdpachtvertrag von den Jagdmedien und dem Jagdpachtvertrag der Verbände der Jagdgenossenschaften und Eigenjachtbesitzer. Die Jäger wollen natürlich möglichst viele Rechte auf ihrer Seite haben, möglichst wenig Pflichten und die Eigentümer ganz genauso. Und da sollte man einfach auch fair und offen drüber reden und nicht einfach sagen, ja, du, ich habe da mal was vorbereitet, ich brauche mal deine Unterschrift. Wenn ich zwar schon überhöre, ich brauche mal deine Unterschrift, heißt das, ich will von dir eine Willenserklärung abgegeben haben und nicht einfach ein Bild gemalt. Ja. Und die Willenserklärungen sollten schon im Einzelnen auch ausgehandelt werden. Das muss man sich gegenseitig auch wert sein, darüber miteinander zu reden, was jetzt hier tatsächlich Pflicht und Recht sein soll. Und eben nicht dem Pächter einen Vertrag vorlegen und sagen, hier, das ist dein Vertrag, unterschreib den jetzt mal. Oder auch als Verpächter irgendwelchen unbeholfenen Jagdgenossen sagen, hier, das müsst ihr jetzt mal so unterschreiben, das ist die richtige Variante. Man muss darüber reden, welche Folgen das hat. Wir Juristen nennen das dann auch eine Rechtsfolgenabschätzung vornehmen, also sich darüber Gedanken machen, was passiert denn, wenn es um Wildschäden geht, wenn
Wildschadenregulierung offen ist. Soll es dann ein Sonderkündigungsrecht geben? Oder hier die großen Unterschiede in diesem Vertrag sind gegenüber anderen, zum Beispiel auch die Pflicht zur Abmahnung, bevor man dann verhaltensbedingt kündigt. Die sind hier vorgesehen. Die sind in den anderen Verträgen nicht unbedingt vorgesehen. Also bevor man eine fristlose Kündigung ausspricht, also eine fristlose Beendigung des Pachtvertrages herbeiführt, dass man miteinander redet. Eine Abmahnung ist ja nichts Böses, obwohl man das ja vom Arbeitsrecht kennt, so, ich habe eine Abmahnung bekommen. Eine Abmahnung ist von der Gesetzessystematik her so, dass es eine Aufforderung ist, an den jeweils anderen Vertragspartner sich vertragskonform zu verhalten. Und erst wenn es weitere Vertragsverstöße gibt, dann soll es dann zu einer Kündigung kommen. Und dieser Pachtvertragsentwurf, der sieht eben auch die Pflicht zur Abmahnung vor Ausspruch einer fristlosen Kündigung in den meisten Fällen vor. Nicht in allen, würde jetzt zu lange dauern, das im Einzelnen auseinanderzupulen. Aber insofern finde ich das auch sehr gerecht, dass man erst darüber spricht, bevor man einem eine Kündigung vor die Nase hält. Das will man als Arbeitnehmer auch. Das will man im Mietvertrag und in anderen Pachtverträgen, wenn man als Landwirt Flächen pachtet, will man nicht auch einfach eine fristlose Kündigung von seinem Verpächter haben, sondern man will einfach, dass vorher darüber gesprochen wird, wenn einem irgendwas nicht passt. Du hast vorhin eingangs erwähnt, wenn ich nochmal kurz einschieben darf, dass es Pachtverträge gibt, die entweder Pächter- oder Verpächterfreundlich sind. Ja. Können wir jetzt nochmal so ein bisschen Hoffnung erzeugen und sagen, es gibt tatsächlich auch Verträge, wir werden ja nicht nur von Jägerinnen und Jägern gehört, sondern auch von anderen Naturinteressierten, die tatsächlich gleichzeitig Pächter wie Verpächter freundlich sind? Also als freier Mitarbeiter der DLV Jagdmedien würde ich natürlich sagen, dass ich keinen ausgeglicheneren Vertrag kenne als diesen Entwurf. Sehr gut, ja. Der ist jetzt nicht einseitig. Ja. Er ist jetzt auch nicht so, wie es im Gesetz steht. Er ist schon ein bisschen jägerfreundlich, ja, aber er ist auch nicht so, dass er die Jagdgenossen über den Leisten zieht. Okay. Und ein Vertrag ist eben von beiden Seiten ein Geben und Nehmen und es ist kein Diktat. Also ja. Wir wollen hier nicht das niederschreiben und uns auf die Bedingungen eines Einzelnen einlassen. Und jedes Revier ist ja auch anders. Die Befindlichkeiten der Jagdgenossen sind auch zum Teil anders. Die einen wollen bei den Wildschäden vollen Ausgleich haben. Den anderen ist der Wildschaden nicht ganz so wichtig. Dafür wollen sie ihre jährliche Pacht in üppigerer Form haben. Den Dritten ist vielleicht das alles gar nicht so wichtig mit dem Geld, aber die wollen einmal im Jahr schön zusammenkommen beim Jagdessen mit allen Genossen und den Jägern. Das ist ihnen wichtig. Das ist ja, sind auch unterschiedliche Interessen, die bei den Jagdgenossen sein können. Und darauf kann man ja Rücksicht nehmen und die Verträge entsprechend formen. Das geht. Das, ja, das hört sich doch schon mal gut an. Bei dem Wildschadensersatz, das ist ja ein Punkt, der immer weiter um sich greift. Also wie wird es mit dem Wildschaden? Gerade es gibt ja schon Reviere auch in Niedersachsen, die gar nicht mehr verpachtbar sind, weil die Wildschäden so hoch sind. Und dann die Jagdgenossen irgendwelche Jäger mit Jagderlaubnisscheinen versehen müssen oder sogar anstellen müssen, um dann die Sauen in den Griff zu bekommen. Oder eben dann der Wildschadensersatz in eine Kasse gezahlt wird. Also gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Deckelungen, dass man sagt, ich zahle bis 2.000 Euro oder ich zahle pauschal 2.000 Euro in eine Wildschadenskasse und wenn die nicht anfallen, die 2.000 Euro, dann werden die für die nächsten Jahre vorgetragen und möglicherweise dem Pächter oder dem Verpächter wieder ausgezahlt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, je nach Motivation. Eins ist doch auch klar, wenn ich ein Revier pachte, ohne dass der Jäger Wildschadensersatz zahlen muss, dann ist ihm das völlig Latte. Und dann unternimmt er auch nichts, wenn er nicht wirklich Lust hat. Ich habe solche Fälle erlebt, wo dann die Leute im August, wenn die Sauen in die Kartoffeln gehen in heißen Nächten, dann in Urlaub fahren. Und dann gibt es eben auf Fuerteventura Sonnenschein und in der Lüneburger Heide in den Bio-Kartoffeln Wildschaden. Ja. Das kann keiner wollen. Das passiert dann, wenn man eben komplett ohne Wildschaden macht. Auf der anderen Seite kann ein normaler Pächter aus dem Ort auch nicht, wir sagen ja, querschreiben, also wie bei einem Wechsel einfach sagen, ja, tragt mal die Summe des Schadens ein. Wir haben schon Wildschäden verzeichnet in gewissen Revieren von
70, 80.000 Euro in einem Jahr. Wahnsinn. Auch dafür kann ja nicht jeder unbedingt die Mütze hinhalten. Ja. Also so eine Deckelung, dass man wirklich sagt, das ist das, was ich bezahlen kann. Das ist ja auch ein Stück weit eine Frage der Aufrichtigkeit. Wie viel kann ich denn wirklich bezahlen? Und nicht, wie viel will ich bezahlen, sondern dass man eben auch sagt, ich bin hier Jäger vor Ort, ich möchte das Revier gerne pachten, ich biete euch an, dass wir gemeinsam über alles sprechen, dass ich dafür eintrete, Wildschaden zu bezahlen, aber ich kann nicht mehr als 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Euro im Jahr für Wildschaden bezahlen. Kann man durch einen Wildschaden auch privat insolvent werden? Ja. Gibt es solche Fälle tatsächlich? Es ist ja so, wir Jägerinnen und Jäger übernehmen ja nur durch den Pachtvertrag den Wildschadensersatz. Nach dem Gesetz ist es ja anders geregelt. Nach dem Gesetz haftet für Wildschäden ja die Jagdgenossenschaft. Das heißt, das, was wir hier machen, ist völlig freiwillig. Man geht eine freiwillige Verpflichtung ein gegenüber dem Geschädigten. Das ist ja nicht immer der Jagdgenosse und erst recht nicht die Genossenschaft, sondern das ist der jeweilige Bewirtschafter dieser Fläche, also in der Regel der Landwirt, der die Flächen gepachtet hat oder auch Eigentümer ist, dann ist er ja Jagdgenosse. Aber wenn er nur Pächter ist, ist er aber derjenige, der den Schaden trägt, der den Schaden hat und den Schaden dann ersetzt verlangen kann. Normalerweise nach dem Gesetz gegenüber der Jagdgenossenschaft. Und wir sagen als Jägerinnen und Jäger, ja, wir sind bereit, den Schaden ja voll, zum Teil gedeckelt zu übernehmen. Und insofern ist es eine Pflicht, die man übernimmt. Und wenn die dann zu hoch wird und man kann es nicht bezahlen, ja, dann steht am Ende vielleicht sogar die Insolvenz an. Ja, das ist natürlich dann dramatische Szenen, die sich da abspielen können. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass es Möglichkeiten gibt, dass man die Bewirtschafter bzw. die Jagdgenossen noch mehr in die Pflicht nimmt. Es gibt da, glaube ich, Modelle mit Bejagungsschneisen, die angelegt werden müssen. Ja. Und wenn man diese Unterstützung nicht bekommt, auch kein Wildschaden angemeldet werden kann. Ja, aber man muss auch aufpassen, dass man da nicht den Vorstand so einer Jagdgenossenschaft in eine Zwickmühle bringt. Denn der Betroffene hat ja ansonsten immer noch den Anspruch gegen die Jagdgenossenschaft auf Schadensersatz. Nach dem Gesetz. Ja. Und wenn man jetzt sagt, jo, wir klammern das mal alles aus, dann übernimmt halt nicht der Pächter den Wildschadensersatz als Befreiung gegenüber der Jagdgenossenschaft. Ja, verstehe. Ja, also man muss dann auch sehen, dass man diese Befreiung von der Wildschadensverpflichtung dann auch weiterreicht an die jeweiligen Bewirtschafter der Flächen. Dass man auch eine Systematik konsequent durchführt in den Pachtverhältnissen. Denn sonst kann man eben dazu kommen, dass plötzlich jemand den Wildschaden bezahlen muss, der damit gar nicht gerechnet hatte. Das hört sich jetzt ja alles nach ganz viel Ärger und Problemen an, aber wir wollen jetzt vielleicht noch mal ein bisschen wieder die Spur dahin kriegen, lieber Christian, dass doch vielleicht noch der ein oder andere Lust hat und die Verpflichtung auf sich nimmt und sich noch ein Revier pachtet. Kriegen wir den Bogen noch wieder hin? Ja, das ist ja auch eine große Freude, sowas zu pachten. Ist aber auch eine Motivation, eben Wildschaden zu verhindern. Nachts, wenn die Frau ins Bett geht. Ich glaube, die Hunde wollen rein. Die Hunde wollen rein, sie klopfen an die Fensterscheiben. Ja. Jetzt müssen wir die gleich nochmal eben wegsperren. Und dann lass sie doch. Die freuen sich, die können auch miteinander. Ja, sie können miteinander, aber irgendwann... Wie ist das eigentlich, wenn man einen Deutsch-Kurzer und einen Deutsch-Drahter hat und die zusammen kommen? Das ist, dann hat man eine neue Rasse, die wollen wir ja auch demnächst anbieten. Das ist dann der kurzhaarige Drahthaarschweppe. Ja, das ist eine witzige Geschichte. Ja, kurzer Exkurs, aber du sagst, Wildschaden ist die größte Herausforderung im Jagdpachtvertrag? Sie kann zur größten Herausforderung werden. Ja. Und das Thema Wildschaden, wenn man so einige Landwirte hat, die auf den Euro gucken wollen oder Landwirte hat, die auf den Euro gucken müssen, gerade in schlechten Jahren, in Trockenheit. Wenn man sich das jetzt überlegt, die Landwirte sind gebeutelt durch Trockenheit, durch die neue Düngeverordnung, durch Verknappung der Beregnungsmöglichkeiten.
durch Einschränkung von Herbiziden. Jetzt ist in der Debatte in Naturschutzgebieten, in FFH-Gebieten. Dann müssen wir irgendwo sehen, woher die Kohle kommt. Ja. Und dann wird vielleicht auch ein Strohhalm in Gestalt des Wildschadens mal ergriffen. Und wenn man sich auf 9 oder 12 Jahre verpflichtet als Jäger, dann muss man eben auch sehen, dass man das in diesen 9 oder 12 Jahren auch erfüllen kann. Ja. Und natürlich ist ein gewisser Wandel der Zeit und der Umstände auch hinnehmbar, ohne dass man gleich zu einer Abänderung des Jagdpachtvertrages kommt. Also, ich will nicht viel Wasser in den Wein gießen, aber je besser so ein Vertrag durchdacht und geprüft ist, vereinbart ist und da drin steht das, was die Leute wirklich wollen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch für die 9 oder 12 Jahre hält. Mhm. Und deshalb machen Sie sich vorher Gedanken darüber, gibt es den Ärger hinterher weniger. Und bei dem Wildschaden hat sich das mit einer Deckelung oder so einer Wildschadenskasse wirklich durchgesetzt, gerade dort, wo eben hoher Wildschaden zu verzeichnen ist. Und es gibt eben auch Ecken, wo die Jagdpächter richtig abgekocht werden mit Wildschaden. Und es werden immer mehr Biolandwirte. Und wenn du mal einen Wildschaden reguliert hast in Biokartoffeln oder in Biokörnermais, du siehst das überhaupt nicht. Da waren wir ja zuletzt noch auf einer Jagd eingeladen, auf einer Maisdrückjagd, haben wir auch eine Folge von gemacht. Das sah von außen ganz gut aus, aber wenn man da in den Schlag reingegangen ist, der letzte Mais, der noch steht, und da drin, also... Ja, und das ist dann Bio-Körner-Mais. Heidewitzka. Und dann sind das etliche 1.000 Euro, die auf so einem Schlag an Wildschaden entstehen. Ich hatte einen Schaden mal in Kartoffeln, Bio-Kartoffeln, zu bearbeiten. Man sah überhaupt nicht, dass da Kartoffeln waren. Irgendwie sah das alles so ein bisschen nach Kraut aus. Oh Gott. Aber es waren dann auf einem Acker 14.000 Euro Schaden in Biokartoffeln. Da kostete dann eben der Doppelzentner gut 50 Euro ab Feld. Wahnsinn. Und da haben dann die Jagdpächter ganz schön geschluckt, als sie dann das Portemonnaie richtig weit aufmachen mussten. Das kann ich mir vorstellen, ja. Also es ist nicht, kein Spaß mehr dann. Nee. Oder Raps ist auch sehr schadensträchtig, Dammwild im Raps produziert richtig Schaden. Auch Rotwild in Kartoffeln oder auch in sogar in Stärkekartoffeln kann viel Schaden bewirken. Und wenn du dann eben den Wolf hast und eine Großrudelbildung plötzlich hast und da gehen jede Nacht 80 Kopf Rotwild während der Schonzeit in die Kartoffeln. Ja. Und das sind Vermehrungskartoffeln, Saatkartoffeln. Da kannst du richtig ins Weinen kommen. Ja, das glaube ich. Und deshalb sind solche Wildschadenskassenmodelle in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja super, die haben ja so eine Wildschadenskasse landesweit geregelt. Da gibt es diese ganze Problematik nicht. Es hatten ja auch schon mal Versicherungsgesellschaften versucht, sowas auf die Beine zu stellen, dass man eben sich gegen Wildschaden versichern kann. Gibt es leider noch nicht. Ja. Wäre echt eine richtig gute Sache für alle Beteiligten. Also Mecklenburg-Vorpommern mit dieser Wildschadenskasse auf Landesebene finde ich ein ganz großes Beispiel für die anderen Bundesländer. Das waren die Wildschäden. Jetzt haben wir aber noch ein paar wichtige Punkte. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Wildschaden. Also nicht nur die Bezahlung, sondern auch die Vermeidung desselben. Ja. Ja, also da enthält dieser Vertragsentwurf beispielsweise die Regelung, dass man verpächterseits Maßnahmen zur Wildschadensverhütung ergreifen oder dulden muss, beispielsweise Bejagungsschneisen im Mais oder dass man gewisse Pufferzonen vom Wald ablässt. Also wenn du siehst, der Wald hört da auf und 10 Zentimeter weiter stehen dann schon die ersten Maispflanzen. Wo willst du denn dann da jagen? Ja, da kannst du Wildschaden nicht verhindern, da kannst du nicht mal einen Zaun ziehen. Ja. Also man muss schon regeln, dass man Flächen hat, Streifen hat, wo dann der Zaun gezogen werden kann oder wo man bejagen kann. Ansonsten ist man ja nur noch derjenige, der gemolken wird am Ende des Tages. Ja. Und das sieht dieser Vertragsentwurf vor. Der hat da auch entsprechende Platzhalter, wo man das einfügen kann. Und das finde ich eigentlich eine Sache, wo man eine ausgeglichene Regelung für alle finden kann. Ja, dann wird Wildschaden in forstwirtschaftlichen Grundstücken. Das wird ja auch das Top-Thema. Bundeswaldstrategie 2050. Ja. Dann reden wir über Rehwild, dann reden wir übers Rotwild. Was wird damit? Ja. Wie wird es mit den Abschussplänen, die es übermorgen nicht mehr gibt nach dem Bundesjagdgesetz, sondern dann Vereinbarungen zwischen Pächter und Verpächter? Und wer zahlt am Ende dann den Forstschaden? Welche Pflanzen sind betroffen?
sind Weimutskiefern, die vielleicht ohnehin nur 20 Jahre alt werden oder 30, weil sie dann mit irgendwelchen Pilzen befallen werden, dann auch noch wildschadensausgleichspflichtig und das nach einem Maßstab von 100 Jahren vielleicht, die das Zielalter solcher Bäume darstellen könnte. Das sind alles Dinge auch in die Zukunft, die vielleicht auch überlegen lassen, ob man die Jagdpachtverträge tatsächlich so lange abschließt oder dass man sagt, 6 Jahre reichen vielleicht auch. Das war eigentlich meine Abschlussfrage so an dich, weil man das jetzt ja, aber wir sind noch lange nicht dabei, obwohl wir schon bei knapp 40 Minuten jetzt sind. Oh Gott. Ein ganz heißes Thema natürlich, was tatsächlich auch aktuell gerade viele Leute bewegt, denn wenn man das so sieht, du hast es schon angesprochen, Änderungen des Bundesjagdgesetzes, Bundeswaldstrategie, Änderungen des Naturschutzgesetzes, Emissionsrecht. All diese Punkte, die betreffen natürlich die Jäger, aber die Landwirte genauso. Aber damit gehen ja auch andere Anforderungen oder mehr Anforderungen, Forderungen, Pflichten eigentlich für die Jäger, für die Jagdausübungsberechtigte einher. Und jetzt ist so meine Frage oder auch die man in den sozialen Medien verfolgen kann, immer wieder lesen kann, ist das Reviersystem, wo wir ja eigentlich stolz drauf sind und das wir so sehr schätzen in Deutschland, ist das noch zukunftsfähig, wenn man all diese Punkte so bedenkt? Ich meine ganz klar ja. Da bin ich schon mal beruhigt. Es gab ja mal nach der Revolution von 1848 den Umstand, dass man überall frei jagen konnte. Ja. Mit der Folge, dass in kürzester Zeit ja die Wildbestände eingebrochen waren. Und in Amerika ist es ja auch anders beispielsweise. Da kannst du ja auch, wenn du dir dann eine Permit holst, dann auch auf fremden Gebieten jagen. Da kommt es auch nicht so auf das Eigentum an. Aus meiner Sicht hat sich in Deutschland bewährt dieses Reviersystem. Und es wird sich noch mehr bewähren, jetzt mit den erhöhten Anforderungen, gerade was den Rehwildabschuss angeht, der politisch ja gewollt ist und im neuen Bundesjagdgesetz dann auch die entsprechenden Instrumentarien zur Durchsetzung bekommt, dass man also wirklich für das Revier, das man gepachtet hat, in jeder Form verantwortlich ist. Und der Jagdpächter muss dann auch dieses Maß an Abschuss, was vereinbart worden ist, auch erfüllen. Und so wie wir es jetzt haben, dass Papier geduldig ist und dass vielleicht derjenige, der dann aus dem Westen unseres wunderschönen Bundeslandes hier in den Osten des Bundeslandes kommt, um hier mal 5-mal im Jahr mit seinen Freunden auf Rot- oder Schwarzwild anzusitzen und ihm ansonsten alles ziemlich egal ist, das wird es übermorgen nicht mehr geben können. Denn dann ist es eben auch die Verpflichtung, Abschüsse zu erfüllen und gerade auch beim Rehwild. Denn der Waldumbau ohne Zäunung wird ja nicht funktionieren, wenn nicht die Abschüsse erhöht werden, ob es nun politisch den Jägern passt oder nicht. Zurzeit sieht die Mehrheit ja vor, dass das so kommen wird. Ja, der sogenannte innerdeutsche Jagdtourismus, den wird es wahrscheinlich nicht mehr so geben. Es gibt ja tatsächlich auch Jagdgenossenschaften, die sagen, so der Pächter, der hat maximal 20 Kilometer weit weg zu wohnen vom Revier. Und ich glaube, wie du schon sagst, dass mit den Änderungen und mit den Anforderungen, die da auf uns zukommen, dass das noch mehr so passieren wird. Ja, die Verantwortung der einzelnen Jagdpächter wird viel, viel höher sein. Ja. Das Thema Wildschaden durch den finanziellen Druck auch in der Landwirtschaft wird auch stärker ausgeprägt sein. Und insofern sollte man sich wirklich überlegen, alleine so ein Revier zu pachten, das man nicht wirklich kontrollieren kann. Ja. Und wenn man es gemeinsam pachtet, also mit jemandem, der wirklich vor Ort ist, dann muss man die Spielregeln vorher klar machen. Das ist ja auch der Grund, warum wir nie gleichzeitig in Urlaub fahren. Wir arbeiten ja immer nur zusammen. Wenn du in Urlaub fährst, dann gucke ich, dass im August nicht die Felder umgedreht werden. Und du machst das dann sowieso, wenn ich mal in Frankreich bin und versuche, ein bisschen Ernte zu betreiben als Erntehelfer. La vie est dure sans confiture. Oui, très dure. Ja, also ich habe schon hier darben müssen, während du dich da wahrscheinlich mit Champagner und Austern da jeden Abend richtig satt gemacht hast. Ja. Aber es ist in der Tat so, dass das letztes Jahr und auch davor schon bestens geklappt hat, mit dem abwechselnden Urlaub zu fahren. Ich habe das ja schon mehrfach betont, dass ich das wirklich beeindruckend finde, dass in deinem Revier es da mit den Bewirtschaftern überhaupt keine Probleme gibt. Das ist so angenehm, so angenehmes Jagen. Und das ist eben aber auch der Grund wahrscheinlich, erstens, weil du das vernünftig machst und zweitens, weil das auch vernünftig geregelt ist. Ja, man muss kommunizieren, man muss einfach miteinander reden. Ja. Und wenn irgendwo sich Schaden ankündigt,
Auch dann sollte der Landwirt bei dem Jäger anrufen und sagen, du hör mal zu, ich habe da und da gesehen, da laufen die Sauen rüber oder da ist Rotwild in den Kartoffeln, guck da mal hin. Wir hatten das in den besten Situationen sogar so, dass mich ein Landwirt angerufen hat und gesagt, du, ich habe dir da einen Hochsitz umgestellt, der steht jetzt da und da im Weizen, da waren die Wildschweine, setze ich da mal heute Abend mal hin. Dann habe ich mich da hingesetzt und abends um 9:30 da die Sau im Weizen geschossen. Ja, funktioniert. Funktioniert, aber nur gemeinsam. Ja. Und wenn es eben nicht mehr funktioniert, da wollte ich vielleicht eben nochmal kurz drauf kommen, dann kann man im schlimmsten Fall eben so ein Jagdpachtverhältnis auch kündigen. Und da sind hier in Paragraph 12 die Kündigungsmöglichkeiten durch den Pächter, also durch den Jäger vorgesehen. Wenn also so ein Pachtverhältnis außer der Reihe gekündigt werden kann, also außerordentlich oder fristlos, dann gibt es hier verschiedene Bedingungen, unter denen das stattfindet. Es gibt das auch genau andersrum für die Pächterseite. Also wenn es beispielsweise Regulierungsschwierigkeiten mit Wildschaden gibt, dass dann die Verpächter fristlos kündigen kann, weil man eben seinen Pflichten als Jagdpächter nicht nachgekommen ist. Oder es wird es in der Zukunft geben, wenn man eben seine Abschüsse beim Rehwild nicht getätigt hat. Auch dann kann es eben dazu kommen, dass man dann Kündigung bekommt, möglicherweise sogar noch schadensersatzpflichtig wird. Das sind ganz neue Rechtsfragen, die sich da demnächst anbahnen, wenn das Bundesjagdgesetz geändert wird. Dann vielleicht noch kurz zum Ausscheiden eines Pächters, also wenn man in einer Pächtergemeinschaft pachtet und nun stirbt jemand oder ist gesundheitsbedingt nicht mehr in der Lage mitzumachen, was passiert denn dann? Wer bestimmt denn dann, wer da mitpachtet oder das weitermacht? Und endet der Vertrag dann oder wird er weitergeführt von denen, die noch da sind, eben nicht ausscheiden? Auch das ist hier sehr ordentlich geregelt. Man sollte also aus meiner Sicht diesen Musterpachtvertrag guten Gewissens beiden Vertragsparteien anempfehlen. Ich glaube, dass das ausgewogen ist. Es sind noch nicht alle Punkte drin, die eines Tages irgendwo mal erscheinen können. Das kann so nie sein. Das werden wir auch erst nach den ersten Auswirkungen des neuen Bundesjagdgesetzes feststellen können, wo dann noch Probleme sind und Handlungsbedarf besteht. In jedem Fall kann ich nur jedem empfehlen, kümmert euch darum, dass die Pächter miteinander gut zurechtkommen, einen Vertrag miteinander abgeschlossen haben und dann eine gemeinsame Stoßrichtung haben gegenüber der Jagdgenossenschaft und dort ein ausgewogener Jagdpachtvertrag, der allen Interessen nach Möglichkeit gerecht wird, auch abgeschlossen wird. Nehmt euch professionelle Hilfe, die euch entweder zueinander führen und die Kommunikation nehmen, auch aus der Jägerschaft, auch vom Kreisjägermeister, Jägerringleiter und auch Leute, die euch eben erklären, wie die einzelnen Klauseln hier auszulegen sind. Sehr schön. Das war sehr umfassend, aber trotzdem hochinteressant. Ich habe jetzt noch mal eine, bevor es zu den dummen Sprüchen geht, die wir ja zum Ende jetzt immer durchführen, noch eine Frage, die sich mir auch neulich gestellt hat. Die Jagdpächter XY hat seinen Jagdschein verloren, weil er zu schnell Auto gefahren ist oder weil er sonst irgendwas gemacht hat. Also der Jagdschein wurde ihm entzogen. Was passiert denn dann mit dem Jagdpachtvertrag? Tja, der Jagdpachtvertrag besteht so lange, bis der Jagdschein endgültig entzogen worden ist. Darauf kommt es an. Das heißt, der Pächter hat im Wesentlichen selbst in der Hand, wie lange das dauert, nämlich ob er gegen Entscheidungen der unteren Jagdbehörde ihm den Jagdschein zu entziehen Rechtsmittel einlegt. Und beim Verwaltungsverfahren in erster Instanz sind wir zurzeit so bei 2 bis 3 Jahren. Mhm. Wenn man dann noch eine Berufung hinterher schiebt, dann auch locker bei 4 Jahren. Und so lange kann dann dieser Umstand Endgültigkeit nicht eintreten. Das heißt, das Jagdpachtverhältnis besteht so lange fort. Und der Pächter muss sich jemanden suchen, der statt seiner dort die Jagdausübung vornimmt und eben diesen Pflichten auch nachkommt des Abschusses, den Abschussplan zu erfüllen, Jagdschutz zu betreiben oder auch verunfalltes Wild dann zu versorgen etc., ja. Wildschäden zu verhindern. Das kann er ja eben nicht selber machen. Er kann zwar rumfahren, kann dann auch kirren und kann auch bisschen lauern. Bisschen
ja, daneben sitzen, wenn jemand auf Jagd geht, das ist ihm alles möglich, aber der Jagdschein muss endgültig entzogen werden. Okay. Und der Jagdpächter, der den Jagdschein jetzt vorübergehend nicht in der Tasche hat, der kann einfach jemanden bestimmen, der das macht, oder muss die Jagdgenossenschaft da dann Nein, auch zustimmen? Das kann der Jäger bestimmen, der Pächter. Und das sollte er auch. Denn wenn die Jagdgenossenschaft in diesen Druck gerät, dass das Jagdpachtverhältnis endgültig, wenn es also zu der Situation kommt, dass der Jagdschein endgültig entzogen worden ist, dann erlischt das Jagdpachtverhältnis Kraft Gesetzes. Zum Bundesjagdgesetz so geregelt. Und jetzt kommt die doppelte Bestrafung des armen Jagdpächters. Wenn der Jagdgenossenschaft dadurch ein Schaden erwächst, nämlich durch die vorzeitige Beendigung, dass man die Jagd neu ausschreiben muss, vielleicht sogar für weniger Geld zu anderen Konditionen verpachten muss, auch dann lauert hier noch eine Gefahr des weiteren Schadensersatzes für den bisherigen Jagdpächter. Das heißt, der Jäger ist schon angemeiert, wenn ihm irgendwie eine Straftat oder ein sonstiger Vorwurf gemacht wird und er seinen Jagdschein verlieren kann. Der Jagdpächter ist doppelt angemeiert, weil er nicht nur seinen Jagdschein verliert und seine Jagd verliert, sondern sich möglicherweise zusätzlich auch noch schadensersatzpflichtig macht. Also immer schön sauber bleiben, oder? Wir Jäger müssen vorbildlich handeln. Das gilt für fast alle Lebensbereiche. Ja, sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen, Christian, wieder mal mit dir darüber zu sprechen. Wie schon eingangs erwähnt, ich kenne keinen anderen Anwalt, der sich so gut mit dieser Thematik auskennt. Weil du so wenig Anwälte kennst, aber deine Eltern kennen sich ja nur so. Ja, aber da ist natürlich, in Haselünne ist man mit anderen Themen als überwiegend mit Agrar- und Jagdrecht beschäftigt. Brennrechte macht hat mein Vater überwiegend gemacht. Nein, wirklich ganz herzlichen Dank, finde ich sehr interessant. Wir haben ja auch noch die Serie Frag Teppe auf unserem Instagram-Kanal, wo Christian jede Woche interessante Themen behandelt, die aus der Community gestellt werden. Ich darf noch ganz kurz ankündigen, bevor wir eben ins Separé gehen und uns noch ein bisschen über andere Dinge unterhalten. Hat sich jetzt anders angehört, als es sich eigentlich anhören sollte, ne, Christian? Ich verstehe gar nicht, was du mit Separé meinst. Okay, gut. Anyway, was ich noch eben sagen wollte, in gut 14 Tagen kommt unser neuer YouTube-Film raus. Christian und ich hatten die Generalprobe für unsere Deutsch-Kurzhaarhündin Quitte und Deutsch-Drahthaarrüden Kuno für die Jugendsuche Derby, beziehungsweise da kommen sie auch rein, die Tür springt auf, der Stecker wird rausgezogen. Guckt es euch an, YouTube-Kanal Niedersächsischer Jäger, Teppe und Schwelen ob Jagd. Und wenn ihr noch Anregungen zu dieser Folge habt, freuen wir uns natürlich auch darüber. Dein Hund ist nass. Mein Hund ist nass, die waren wieder im Teich. Christian, das Wort zum Sonntag hältst wie immer du. Das Wort? Hier, Hunde. Sie sollen lassen starren, hat Martin Luther gesagt. Du musst immer damit wieder anfangen. Wir sind übrigens ja gerade dabei zu überlegen, wie ist das eigentlich mit so einer Hubertusmesse? Ist das eigentlich sehr eine katholische schön. Sache oder ist das auch sehr protestantisch? In jedem Fall ist es sehr würdig, sehr feierlich. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe ja die letzte vor anderthalb Jahren erlebt. Das fand ich großartig. Auch eben die Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläser mit ihren First-Place-Hörnern, aber auch mit ihren Parfums-Hörnern zu erleben. Sehr schön. Wirklich eine großartige Sache. Wir haben übrigens lange nicht mehr geblasen, Bernd. Das ist richtig. Das könnten wir auch mal wieder. Sollten wir nachholen, ja. Ich habe übrigens ja neulich mal nicht das große Halali bei einem verstorbenen Yachtkameraden geblasen, sondern ich hatte einen Kameraden geblasen. Ja. Das fand ich auch sehr feierlich, als wir da zusammenstanden. Dafür braucht man allerdings so ein Ventiljagdhorn. Das habe ich ja nicht. Aber wir wollten uns ja auch mal mit den Parfumshörnern probieren. Oh ja. Wenn es die Zeit zulässt. Auf jeden Fall dürfen wir das schon vorsichtig ankündigen, dass es vielleicht eine Teppe und Schwänen ob Yacht Hubertusmesse gibt dieses Jahr. Daran arbeiten wir. Es wird gemunkelt. Ja. Es wird gemunkelt. Also euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Horrido! Joho! Teppe und Schwänen ob Jagd ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen. So, Zeit zumindest für dumme haben Spiele. Wir ja schon mal einen richtigen Pastor gefunden, der das kann. Sehr gut, ja. Aber wie gesagt,
Die Voraussetzung für mich ist, dass es einen ökumenischen Touch zumindest bekommt und nicht nur in dieser Calvinistenkapelle da stattfindet. Also in der da kann es ruhig stattfinden, aber du weißt, was also ich meine. Also Calvinisten sind ja eher so in der Schweiz da unten. Dann, ach, ne? Die Lutherschen, entschuldige. Das seid ihr ja auch so. Es gibt ja hier bei uns in Nordostniedersachsen auch noch Separierte. Deshalb vorhin mit deinem Separé. Ja, ach so. Ne? Dachtest du, ich wollte schon wieder auf die. Also das sagen ja unsere Landeskirchenleute dann über die Leute der selbstständigen freien Freikirchler. Ja. Und die gibt es ja auch hier. Doch, doch. Ja, ich kenne keinen. Mein Großvater würde sagen, zum Glück. Aber ich bin da ja sehr weltweit. Meinst du jetzt deinen protestantischen oder deinen katholischen Großvater? Touché, touché. Ja, der eine war sogar konfessionslos dann zum Ende. Aber sag mal, gestern haben wir ja nun richtig Kilometer gemacht, ne? Gestern war anstrengend. Also 10 oder 15, was meinst du? Aber das, der Schulte Frohlinde, also der wir war wollen richtig ja nicht fit. Zu nahe treten, Heide aber Witzka. Man sagt ihm ja auch nach, er kennt nur eine Richtung nach vorne und das hat er bewiesen. Also, naja gut, er hat auch lange Beine. Ja. Im Gegensatz Berthold. Zu anderen. Das, ich weiß gar nicht, was du meinst, Christian. Ja, der... Der eine hat lange Beine, der andere hat kurze Arme. So, Feierabend jetzt. Flasche Bier. Jedenfalls, gestern habe ich eine Flasche Bier getrunken nach dem Jachttag und ich dachte, es waren 10. Ja, aber da weiß man doch, dass man was getan Heide hat. Heide Witzka. So ein schönes Gefühl. Ich bin ins Bett gegangen und heute Morgen einfach nur auch wieder aufgestanden, ohne die obligatorische Drehung des Nachts. Es war wirklich so kaputt. Und die Hunde waren ja wirklich nicht kaputt zu kriegen. Nicht, gar nicht. Und wenn man sie jetzt schon wieder erlebt, ja. Wie sieht dein Büro und das, obwohl wir, auf den Kopf und das, stellt. Obwohl wir keine Hitze haben. Bei Quitte ist der Kuno doch ganz schön hinter ihr her. Ja, es ist halt... wieder her, so ist ein Hund, hätte ich jetzt gesagt. Feierabend.